In diesem Video sprechen wir darüber, wie der TikToker Barello mit ganz TikTok und darüber hinaus mit Leuten Stress anfängt und Arafat Abou-Chaker dazu nutzt, um ihn Angst zu machen. Wie er mit Content, wo er Krebs und seine Abschiebung faked, 1 Million Publikum erreichen konnte und wie er jetzt mit dem YouTuber Charo, den einige von euch zum Beispiel von Beast Kitchen kennen sollten, Fitner macht und es komplett eskaliert. Heute, wie Barello mit Arafat ganz TikTok terrorisiert. Freunde, noch kurz bevor das Video beginnt, haut schon mal ein Like und ein Abo auf diesem Kanal raus. Und ganz, ganz wichtig, abonniert die Glocke. Ich habe mir überlegt, ich mache ein Gewinnspiel als Dank von mir für 4600 Abos und 650.000 Aufrufe. Wenn ich die 5k erreiche, mache ich nochmal ein Gewinnspiel. Und in diesem Video haben 2 Leute von euch die Möglichkeit, einen 10€ Gutschein eurer Wahl zu gewinnen. Schreibt mir einfach dazu irgendeinen Kommentar und der Gewinner wird im nächsten Video ausgelost. Aber jetzt starten wir auch mit dem Video. Barello ist momentan einer der meistgeschauten, beliebtesten, aber zugleich auch meistgehassten TikTok-Streamer in Deutschland und schafft mit Livestreams teilweise über 50.000 Menschen zu erreichen. Das ist einfach mehr als Montana Black auf TikTok geschafft hat. Oft gibt es aber Zweifel daran, ob die Zuschauer echt sind und keine Bots, denn oft wurden Videos, die er gepostet hat, millionenfach gespeichert und auf anderen Videos wiederum nur 1000 Mal. Was ziemliche Zweifel aufwirft, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht. Jetzt fragt man sich natürlich, wozu es nützlich sein sollte, sich Speicherungen bei TikTok zu kaufen. Ganz einfach, das kurbelt extrem die Klicks an. Desto mehr Speicherung dein TikTok-Video hat, desto öfter wird es vorgeschlagen und desto mehr Follower du dadurch hast, desto mehr Menschen schauen sich dein Livestream an, wo du dich zum Affen machst, aber auch Geld verdienst. Durch Spenden, wo TikTok übrigens um die 70% behält. Aber wie hat Barello überhaupt seine Bekanntheit erlangt? Und das, Freunde, ist sehr heftig und auch überhaupt nicht lustig. Ja, wie erreicht man in der heutigen Zeit Aufmerksamkeit auf TikTok? Sind es vielleicht Livestreams, wo du so tust, als würdest du deine Haare abrasieren, dann darin um Geld bettelst und sagst, wenn noch 200€ reinkommen, machst du es wirklich, aber machst es dann doch nicht? Ist es vielleicht ein Livestream, wo du sagst, du gibst denjenigen, der dich zum Lachen bringt, 1000€, aber würdest niemals das Geld geben, weil du broke bist und deshalb sowas machst? Oder sind es doch Comedy-Videos? Nein, tatsächlich nicht. Der TikToker Barello hatte eine ganz andere Idee, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. In älteren TikToks hat er zuerst eine Abschiebung gefaked und nahm dafür einfach dieses Bild aus dem Internet. Ein wenig später fakte er dann, dass er angeblich Krebs habe und bald nicht mehr sein würde. Ebenfalls sagt er, dass seine ganze Familie ebenfalls von ihm gegangen ist. Und das nutzte er dann, um ordentlich Spenden zu sammeln, weil die Leute, die es ihm geglaubt haben, Mitleid hatten und ihm was Gutes tun wollen. Außerdem nutzte er das, um Follower zu betteln, indem er sagte, dass man ihm ja ruhig folgen könnte, weil das ja das Mindeste ist, da er bald nicht mehr sein wird. Und sowas geht wirklich überhaupt nicht. Erst einmal ist es komplett respektlos den Leuten gegenüber, die wirklich so eine schwerwiegende Krankheit haben und darunter leiden. Und auf der anderen Seite, wie kann man bitte mit sowas Aufmerksamkeit erzeugen? Aber naja, das war es auch noch nicht. Es wird noch viel schlimmer. Barello hat die meiste Aufmerksamkeit bekommen durch Stress. Er macht mit jedem auf der Plattform Stress in Livestreams. Die meisten Leute, die seine Livestreams schauen, schauen sie auch nur deswegen, nicht weil er ein sympathischer Typ ist. Nein, einfach nur, weil sie sich darüber lustig machen, dass Barello Leute zu sich ins Live einlädt und sich dann mit ihnen beeft oder Ansagen drückt. Und das ist nicht so wie früher, wie ein klassischer YouTube-Beef. Einer macht ein Video zurück und dann kommen Meinungsblogger wie KuchenTV, die sich auf eine Seite stellen und auch ein Video dazu machen. Nein, es geht deutlich darüber hinaus. Barello macht nicht Stress im Sinne von YouTube-Stress und dass ihm ein Content nicht gefällt. Nein, er macht Stress mit teilweise sehr gefährlichen Leuten. Und es geht einfach nur darum, um Fitner zu machen. Barello sagt dann sowas wie, ey, komm du da und dahin, ich bin viel stärker als du, oder du bist schlecht, ich bin besser, um es harmlos auszudrücken. Und diesen Stress macht er mit seinen TikTok-Kollegen Momo News und Ozan. Und man merkt ziemlich, dass Barello sich unantastbar fühlt und deswegen auch denkt, er könne mit jedem Stress machen. Auf die wichtigsten Beefs und einen ziemlich aktuellen gehen wir gleich noch ein. Aber wieso ist das so? Wieso denkt Barello, er könne mit jedem Stress machen? Und diese Frage lässt sich ziemlich leicht beantworten, nämlich Arafat Abou-Chaker. Arafat Abou-Chaker gibt Barello Schutz und Rücken, also steht quasi für ihn ein. Aber überlegen wir mal kurz, wofür Arafat bekannt wurde.
Arafat Abu-Chaka ist eine bekannte Persönlichkeit in der Berliner Unterwelt und wurde durch seine Verbindungen zur organisierten Kriminalität bekannt und vor allem durch seine Abu-Chaka-Familie. Er wurde 1976 in Beirut, Libanon geboren und kam in den 1980er Jahren mit seiner Familie nach Berlin. Abu-Chaka und seine Brüder gründeten in den 1990er Jahren eine Straßengang, die als Gruppe war in verschiedenen illegalen Aktivitäten wie Rauschgifthandel und Schutzgelderpressung involviert. Arafat wurde mehrmals wegen verschiedener Straftaten verurteilt und verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis. Arafat wurde besonders durch Bushido bekannt und war sein jahrelanger Begleiter und ebenfalls Rücken von Bushido und konnte dafür sorgen, dass Bushido mit jedem Stress machen konnte und niemand mit ihm, weil dann Arafat mit seinen Brüdern und Cousins kam. Damals hatte Bushido einen Vertrag mit Agro Berlin, war aber nicht mit seinem Vertrag einverstanden und kam nicht mehr aus dem Label raus, da er vertragsgebunden war. Bushido kannte Arafat schon seit seiner Kindheit und kam zu ihm ins Café und sie haben über den Vertrag gesprochen. Eines Tages kam dann ein Mann mit einer Machete zu Agro Berlin ins Büro und sie sprachen ein wenig über den Vertrag. Kurze Zeit später existierte dieser nicht mehr. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall auch den Film von Bushido, Zeiten ändern dich an. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, wenn man sich dafür auch ein bisschen interessiert und auch für die Berliner Unterwelt, beziehungsweise Abu-Chaka. Später gründete Abu-Chaka eine Musikfirma namens Aracom Entertainment, die mit einigen bekannten deutschen Rappern, wie vorhin gesprochen, Bushido, Flair und Capital Bra zusammenarbeitete. Abu-Chaka und Bushido hatten eine enge Beziehung und arbeiteten eng zusammen, bis es im Jahr 2018 zu einem öffentlichen Streit zwischen den beiden kam. Dort kam heraus, dass Bushido einen Vertrag unterschrieben hatte mit Arafat, wo drin stand, dass Bushido einfach mal 50% an Arafat abdrückt von all seinen Einkünften. Nur dafür, dass er Schutz bekam. Ebenfalls war in dem Grundbuch von seiner Villa, die genau neben der von Arafat Abu-Chaka stand, Arafat mit eingetragen. Also kann man festhalten, dass Bushido seine Seele verkauft hatte, nur dafür, dass er Schutz bekam und so Arafat zum Millionär machte. Und genau das bringt die ganze Sache zwischen Barello und Arafat einen ziemlich faden Beigeschmack. Bushido ist nicht mehr in den Fängen von Arafat und bekommt deswegen auch Polizeischutz, weil er so gefährdet ist. Ebenfalls bekommt aber Arafat auch kein Geld mehr von ihm. Und nun kommt Barello ins Spiel. Denkt ihr wirklich, dass Arafat, ein vermutlicher Multimillionär mit einem Ruf und einer Großfamilie hinter sich, mit Barello, einem jungen Typ, der mit jedem Stress macht und Krebs faked, sich abgibt? Einfach so? Nein. Beziehungsweise vermutlich nein. Barello macht in einer Woche teilweise über 5000 Euro mit TikTok-Livestreams. Und dazu kommen noch vermeintliche Nebeneinnahmen und das sieht nach einem ziemlich netten Nebenjob für Arafat aus. Er muss ja immerhin nur sein Rücken sein und ein paar Mal in Livestreams dabei sein. Und verdient dadurch ebenfalls auch noch Geld, indem Leute ihn spenden bei TikTok. Aber lohnt sich das wirklich für Barello? Sollte er so einen Vertrag unterschrieben haben, dass er ebenfalls wie der junge Bushido seine Seele verkauft hat, nur damit er ein bisschen Stress machen kann, dann war das auf jeden Fall nicht die schlauste Idee. Denn wenn dein Content nur auf Beef aufgebaut ist, klingt das nicht nach einer vielversprechenden Zukunft. Und diese 5000 Euro, die er die Woche macht, oder sagen wir mal einfach mal 10.000 Euro übertriebenerweise, das sind 40.000 Euro im Monat. Und jetzt überleg dir mal, wenn du 50% abdrückst und dann noch 50% an die Steuer abdrückst, wie viel dann noch übrig bleibt. Das wird auf jeden Fall nicht lange halten. Außer er hat jetzt noch krasse Business-Ideen. Oder er hat vielleicht gar nicht so einen Vertrag unterschrieben, aber ich denke, wir können uns alle die Antwort ausdenken. Naja, vielleicht sehen wir ja in den nächsten Jahren den nächsten Bushido-Rechtsstreit 2.0. Aber kommen wir weiter zu den Beefs. Ein bekanntes Beispiel, was einige von euch kennen, ist das von Capital Bra. Die Gruppe von Barello, bestehend aus Ozan und Momo News, machten sich in einem Livestream über den Vater von Capital Bra und über Capital Bra lustig. Wallah, ich bin ehrlich, immer ich bin ehrlich. Was würdest du machen, wenn Capital Bra dich entführen würde? Ich würde seinen Vater... Was? Was würde ich gegen ihn machen? Sein würde ich... Wie, was würde ich machen? Mein... Was für ein... Kann man richtige Hunde, Hayat Allah. Capital Bra? Wallah, ich lass Capi, dich und Barello auf mich. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Ich. Mein Digga, Capital Bra, der Rapper, der Macht hat. Bruder, er hat Schutz gezahlt bei ihm. Erst einmal ist das schon ziemlich ehrenlos, da erstens sein Vater nichts mit seinem Internetdasein zu tun hat und Capital ihn ebenfalls nichts getan hat. Aber wir kennen ja mittlerweile ein bisschen Barello.
alles Mögliche tun, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und Capital hat dann auch tatsächlich auf diesen Livestream in seiner Instagram-Story geantwortet und sagte darin, dass sein Vater tot sei und man sich über sowas nicht lustig macht und dass das überhaupt nicht geht, womit er natürlich recht hat. Naja, auf jeden Fall hat sich dann Barello richtig komisch entschuldigt und sagte, dass er seine Musik schon gehört hat, als er noch jünger war und es ihm leid tut. Ja, wenn das so ist, dann macht doch auch kein Beef mit ihm. Aber er hat genau das erreicht, was er wollte. Er macht Beef mit Capital und weiß wahrscheinlich sogar, was mit seinem Vater passiert ist, was wahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb er explizit so auf seinen Vater gegangen ist, damit er eben antwortet. Capital Bra hat geantwortet und er entschuldigt sich richtig peinlich. Und ernst kann man das mittlerweile auch nicht mehr nehmen. Er macht immer wieder Stress mit zum Beispiel tschetschenischen Großfamilien oder albanischen, beleidigt diese statten ihren Hausbesuch ab und er entschuldigt sich wieder. Schaut es euch einfach selber an. Was hat er geschrieben? Warum willst du, dass Leute gegen mich eine Ansage machen auf TikTok? Ich habe gesagt, will ich gar nicht. Ich feiere deine Musik, bester Rapper. Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich habe dir geschrieben, dass Keule nicht einmal an... Es Papa Ari, ja, aber ich habe Fehler gemacht. Okay, dann entschuldige dich, wie Mann und gut ist. Papa Ari, ich habe mich viel zu oft entschuldigt. Ich schäme mich. Das ist ein Gesicht. Soll ich komplett verlieren? Kolja Goldstein, in meinen Augen bist du der beste Rapper, den ich kenne, ja? Also, wer was anderes sagt, ist wirklich verloren. Salam alaikum, King Capital Bra Abi. In meinen Augen der beste Rapper von ganz Deutschland. Ich bin mit deinen Liedern aufgewachsen. Also, ich finde dich wirklich korrekt. Und es tut mir wirklich leid, dass ich in diesem Stream über dich gefragt habe. Also, ich wusste nicht, dass er dich beleidigen wird und so, ne? Voila Capital Bra Abi, tu mir nichts bitte. Bitte verzeih mir. Los, fang an. Leute. Und so. Jesiden, die sind die einzig wahren Kings, Leute. Ich entschuldige mich für, wenn ich irgendwas gesagt habe, aber ich war nur live dabei. Und das ist ein King, Leute. Guckt ihn an. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen bei allen Jesiden und so. Ja. Arafat Abou-Chaka hat dabei eine Nebenrolle. Er ist zwar auch manchmal in den Livestreams dabei, aber im Prinzip ist er einfach nur der Rücken, der mal einspringt, wenn was Brenzliches passiert. Aber jetzt vor kurzem ist was ziemlich Krasses passiert, was die ganze Geschichte nochmal ein wenig spannender macht. Ich denke, einige von euch werden Charo kennen. Er ist vor allem durch Beast Kitchen, wo er mit Rappern kocht und das kontroverse Video mit dem TikToker Ibrahim bekannt geworden. Auf jeden Fall, um es nicht zu lang zu fassen, hatte Barello und Momo News Stress mit Charo angefangen und Arafat hat sich dann eingeschaltet und Charo und Arafat haben sich ziemlich beleidigt. لي انا بتدخل ايه يوم الجمعه بقيت ماما تسمي لكم كيف تتدخل انت ما قلت لي جي هولدي ما احمد دين بس تو ويلز وهم مش تريد اسمع بشو تدخلت بشو دخلت كاي بدك تعرف اللي علي الا بدك يجي معي معه علي كاي علي ابن خالتي كان بده يلاقيك عم بتهدلك انت ما عم تقول علي لا ما تلفلي ما هو مرتي تلفل ما تلفلي اسا بجيبه بس اس 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 لا اوكي اس كان بروبليم انت دو هاست ماينه نمره warum rufst du mich nicht an und sagst علي will mitkommen كاي بتكلفل لماما كاي متكلفل لي 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 يا خاين كاي بتكلفل لماما كاي متكلفل لي لي يا خاين صلى على النبي اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مين خاين؟ انت خاين اذا بتقل خاين عرفت؟ محتاج كما هاي الكلب ابراهيم محتاج كما هو قربت صوبي لا تدعس على راسك يا كلب والله انا تدعس على راسك عرفت انا راح اخلي يجيب لك تدعس على راسي مين يا كلب الكلب كلب انت والكلب يا محمد قص لسانك وحطه في ضمك كلب بالقليل لسه بالقليل كنت محترمك احترم نفسك احترم نفسك لو انت مؤمن وجالس بتقول لي طلع هون ماما بدي ايش بدي حلها Das war ungefähr vor zwei Wochen und so ist der Streit eskaliert. Barello hat dann, so wie man ihn kennt, nochmal nachgetreten und Charo weiter provoziert. Und Arafat ist dann tatsächlich gekommen und hat Barello darauf hingewiesen, dass er nicht so respektlos sein soll, was ich auch ein wenig merkwürdig finde. Auf jeden Fall hat Charo jetzt Arafat zu einem 1 vs. 1 MMA, also Mixed Martial Arts Kampf, herausgefordert. Allerdings hat dann Hamza, ein Bekannter oder Freund von Arafat, Charo herausgefordert. Charo hat diese Einladung aber nicht angenommen und Arafat wird die Einladung von Charo auch nicht annehmen, weil er ihnen damit den Fame nicht geben will, laut seiner Aussage. Das Ganze ist wirklich komplizierter, als es sich anhört. Wenn ihr das ganze Video dazu sehen wollt, Sufian hat darauf reagiert, könnt ihr euch gerne anschauen, das Video wäre einfach zu lang für dieses Video. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie weit das Ganze noch geht und ob Arafat auf den Kampf vielleicht doch eingeht.
Ich finde auf jeden Fall den ganzen TikTok-Beef ein wenig lächerlich und man sieht ganz eindeutig, dass Barello diese ganzen Beef-Geschichten nur macht, um Aufmerksamkeit, um somit auch Geld zu generieren. So Freunde, das war's mit dem Video. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar für den Algorithmus in die Kommentare und auch um gleichzeitig am Gewinnspiel teilzunehmen. Lasst außerdem auch ein Abo da und like das Video. Aber das soll's auch mit dem Video gewesen sein. Ciao.